Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Schminki für dich und zwar möchte ich einen Full Face Korean Beauty schminken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Video entsteht quasi in Zusammenarbeit mit YesStyle, weil die Produkte überwiegend von YesStyle mir zugeschickt worden sind, beziehungsweise ich durfte sie mir im Onlineshop aussuchen. Und ich habe auch einen Code, Claudis Welt, damit kannst du ein bisschen was sparen auf die einzelnen Produkte, beziehungsweise das kommt nochmal on top zu dem, was man normalerweise schon spart. Und das finde ich ziemlich cool. Es gibt immer wieder dort wundervolle Rabattcodes, die man nutzen kann. Und ja, ich bin aufgeregt. Ich habe auch zwei Produkte, die ich gerne in diesem Video auf jeden Fall verlosen möchte und in eine Box packen möchte. Und die werde ich auch noch ein bisschen weiter bestücken. Also individuell ist es quasi ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket für einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Zum einen kommt rein von Pokémon der Lip Balm oder die Pokémon Lip Balm Collection. Da habe ich hier so ein Pokéball. Finde ich total großartig. Und ein Cleansing Tool von Etude House. Das ist so eine Qualle oder so. Ich fand das einfach total niedlich. Und das spiegelt halt enorm wider, was man halt dort im Online-Shop bekommt. Ne? Das ist total spektakulär. Man bekommt sowohl Basic-Produkte wie auch diesen Primer. Den habe ich das letzte oder vorletzte Mal zugeschickt bekommen. Als auch wundervoll so sehr verspielte Sachen von Hello Kitty zum Beispiel. Da kommen wir nachher zu. Ich verlinke euch die Produkte übrigens auch alle in der Infobox. Wie gesagt, größtenteils von YesStyle, teilweise aber auch mal aus einem Adventskalender. Ich habe hier aber auch von Essence und Benefit was mit dabei, was ich halt einfach so regulär benutze und was mir zum Fullface gefehlt hat. Und ich habe eine wundervolle Lidschattenpalette von Colourpop. Die möchte ich natürlich auch ausprobieren. Und ja, das ist die UV Protection Priming Sun Cushion. Und die hat Lichtschutzfaktor 50+, voll mein Ding. Ich weiß gar nicht, das ist von Clavu, genau, so heißt die Marke. Schaut so aus. Und ja, man klappt es hoch und hat hier so ein Spiegelchen drin. Dann haben wir hier so ein Puffelding, mit dem man das auftragen könnte. Kann man dann zur Seite klappen. Und da hat man dann die Cushion, den Cushion Primer drin. Ich finde sowas fancy. Das ist ziemlich abgefahren. Ich verwende zum Auftragen die Pinsel von Letizia Lehmark. Da muss ich mal gucken, welchen ich nehme. Habe hier aus dem veganen Pinselset einen. Den werde ich jetzt zum Auftragen des Primers mal nehmen. Weil, oder? Kriege ich da überhaupt sowas raus? Ich weiß das gar nicht. Nee, ich versuche es doch mit diesem Schwämmchen. Das ist, glaube ich, besser, weil da kommst du halt ordentlich rein. Doch, mit dem Finger kriege ich was raus, ne? Aber das Schwämmchen, Sammy, das Schwämmchen lädt sich nicht ordentlich auf. Weißelt ein bisschen, aber jetzt nicht so mega krass, muss ich sagen. Hinterlässt eine schöne, gepflegte Haut, leicht ölig, wie das halt bei Lichtschutzfaktor-Produkten halt oft so ist. Aber wir reden hier von Lichtschutzfaktor 50+. Von der Applikationsform etwas kompliziert, muss ich gestehen. Fühlt sich angenehm auf der Haut an, verträgt sich auch mit meiner generellen Gesichtspflege. Also da krümelt jetzt nichts, da rollt nichts. Eigentlich schon eine schöne Geschichte. Und dann hast du gleichzeitig noch den Lichtschutzfaktor mit bei. Ist eigentlich nice, ne? Also hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon in dem Video gesagt. Mag ich gerne, definitiv. Als Foundation habe ich ein Schätzchen. Das ist von Misha die Perfect Cover BB Cream RX in der Nummer 21. Also die Nummer 21 spiegelt, glaube ich, auch noch ein Stück weit die Farbe wider. Ich hoffe, dass das passt. Und da hast du irgendwie 8 verschiedene Arten von Hyaluronsäuren mit drin. Lichtschutzfaktor 42 auch noch mit dabei. Brightening, Anti-Wrinkle, also quasi soll die Haut aufhellen. Das mag man ganz gerne in der asiatischen Welt. Und antifaltenmäßig unterwegs sein. Full Coverage, da bin ich sehr gespannt, weil Mr. Fred und seine Familie warten schon darauf, etwas versteckt zu werden. Das soll ein ebenmäßiges Hautbild geben, es soll natürlich aussehen und halt wirklich Skincare mit dabei haben. Hier steht auch drauf, dass da diese Hyaluronsäure mit drin ist, Peptide, Kollagen, Ceramide und das finde ich sehr interessant. Die sollen der Haut Strahlkraft geben und alles ein bisschen gesünder aussehen lassen. Ist schon hübsch. Das ist echt eine sehr feste BB-Cream, weil sie einfach gar nicht läuft. Aber die Farbe könnte ein bisschen hell sein. Wir müssen mal schauen. Die riecht einfach ganz normal nach Creme. Also da riecht meiner Meinung nach der Primer mit dem Lichtschutzfaktor, also die Sonnenpflege, die ich auf dem Gesicht habe, mehr als jetzt die BB-Cream, was ich extrem angenehm finde. Ja, ich habe das Ganze jetzt so weit in meinem Gesicht verteilt. Das waren jetzt so grob 2 Pumphübe. Ich blende mir das aber nochmal ein in mein Gesicht und da habe ich jetzt hier den Oschi-Schwamm von Luisa Creschen. Das nimmt jetzt nochmal
überschüssiges Produkt so ein bisschen runter und verteilt das ein bisschen mehr. Dadurch kloppt man das auch ein bisschen, man kloppt das, boom, ein bisschen besser in die Haut mit rein. Und das finde ich ganz angenehm und dann hält die auch länger. Irgendwas mit 30 Stunden Feuchtigkeit oder so stand da drauf. Ich muss ehrlich sein, ne? Also ich werde mich definitiv heute Abend abschminken, das sollte man immer tun. Und deswegen kann ich das mit den 30 Stunden Feuchtigkeit leider nicht nachvollziehen. Aber sie fühlt sich sehr, sehr angenehm auf dem Gesicht an. Also es fühlt sich nicht an, als hätte ich Foundation drauf. Klar, so ein paar Unebenheiten kommen durch, die Rötungen kommen auch noch ein bisschen leicht durch. Ich finde sie jetzt nicht Full Coverage, auf gar keinen Fall, ne? Das ist definitiv eine BB-Cream, die eine leichte Abdeckung macht. Leicht so ein bisschen Ausbesserung und so weiter. Aber jetzt nicht, kabäm, neues Gesicht ist am Start. Das nicht. Aber so gefällt mir das definitiv. Doch, also für meinen Anspruch, für meinen Geschmack ist es die richtige Deckkraft. Schauen wir uns doch die ganze Geschichte mal von Nahem an. Meine Haut sieht nach wie vor wie Haut aus. Ich habe einen richtig krassen Glanz auf dem Gesicht, aber das liegt, ich denke, an der Kombination aus BB-Cream und halt auch dem sehr reichhaltigen Primer, den ich drauf habe, was für meine trockene Haut aber perfekt ist, ne? Die Foundation sitzt gut, ich habe sie nicht gut eingearbeitet, sehe ich gerade. Muss ich am Kinn etwas nachhelfen, damit setzt sich null irgendwo in Fältchen oder sowas rein, betont auch keine Fältchen, weil sie halt eher sich auch, also sie ist, wie sie sich anfühlt, eher wie eine Pflege, die halt eine Tönung mit dabei hat. Und das finde ich cool. Farblich finde ich die übrigens auch echt klasse. Also da kann ich mich nicht beschweren. Und ich finde sie jetzt auch von der Deckkraft her passend für den Sommer, der jetzt so irgendwann mal kommen möchte. Dann habe ich hier von Eborian Korean Skin Therapy die CC Eye Cream. Die hatte ich entweder mal irgendwo für Oma mit dabei oder in dem Adventskalender oder so. Das ist mein Lichtschutzfaktor 20 und die habe ich in der Farbe Clear. Ich mag die Eborian Produkte halt auch total gerne, weil die sich, also die sind ja auch irgendwie geboren als Pflege, genau, und wurden dann irgendwann zu Make-up. Wow, okay. Ich gebe mir jetzt, weil das halt so ein Pump-Applikator ist oder so ein Rausdrück, dünnes Vieh, so ein bisschen unter die Augen. Eborian bekommt man leider nicht bei YesStyle. Ich habe eben nochmal extra geschaut, das fand ich ein bisschen schade. Auch eine sehr, sehr leichte Deckkraft, aber ausreichend. Das mag ich gerne. Echt, ne? Also frisch, schön. Sammy. Ne? Bin begeistert. So, das finde ich klasse. Also ich glaube, ich hatte die vorher noch gar nicht ausprobiert und jetzt bin ich gerade hin und weg davon. Eborian ist keine günstige Marke, um das mal so vorsichtig zu definieren. Ist schon eher High-End, oder? So von den Preisen hier. Aber geil, ich mag, also ist auch mit Centella Asiatica, ich mag halt super gerne auch diese BB-Cream, die CC-Cream. Und deswegen, ja, was für eine geile Augencreme. Okay, einen Augenprimer habe ich, also einen Lidschattenprimer habe ich jetzt so in dem Sinne nicht. Deswegen nehme ich jetzt hier von den, von Essence, den You Better Work Gym Proof and Waterproof. Den nehme ich aktuell jeden Tag, deswegen packe ich den so drauf. Oder bei meinem, wie nennt man das? Was ich mal eben schnell so schminke. Der ganz normale Claudi-Look. Ich verwende jetzt einfach mal, um alles soweit zu fixieren. Also das mache ich immer nach den cremigen Texturen. So ein Waterspray, also das MAC Fix Plus zum Beispiel, verwende ich gerne. Oder halt irgendwie so ein Setting Spray. Das ist jetzt hier von Essence, das My Power ist eher. Das ist eigentlich ein Hydrate in Prime Mist. Und dann mit dem Schwämmchen nur so ein bisschen eintapern. Setten müssen wir trotzdem. Da habe ich hier von Uni ein Produkt. Das ist das Pore Blur Powder. Mensch, das ist, 8 Gramm sind hier drin. Und das soll dein Gesicht zum Strahlen bringen und alles smoother aussehen lassen. Ist jetzt so in transparent ist die Farbe, ne? Hat hier so ein kleines Puffelding mit dabei. Finde ich immer ganz süß, aber ich benutze die eher weniger, um ehrlich zu sein. Ich gebe mir einfach mal ein bisschen was in den Deckel rein. Oh, das ist sehr fein. Wow, das kommt ja wie Nebel. Wow, wow, wow. Man sieht kaum, dass da irgendwie Puder rauskommt. Das ist Wahnsinn. Ich gehe kurz mit meinem Finger rein. Ja, sehr, sehr weich. Wow. Ja, hat sie wow gesagt. Ein paar Mal zu oft. Dann nehme ich mir hier den feuchten Schwamm und dann sette ich einfach direkt den Concealer damit. Aber wirklich nur setten und nicht baken. Das heißt, ich gebe mir da jetzt nicht übermäßig viel Produkt auf. Das ist einfach nur, damit ich da auch direkt so hinkomme. Mache ich eigentlich entweder mit so einem nassen Schwämmchen oder mit einem Highlighter-Pinsel, um unter den Augen zu setten. Das gibt schon so einen Blur-Effekt. Also da habe ich es jetzt aufgetragen und auf der Seite noch nicht.
Mega, oder? Ganz bisschen nur sette ich mein Gesicht. Also meine Foundation, meine BB-Cream. Das ist ein geiles Puder. Wirklich jetzt. Das sieht toll aus. Also ich mag es gerne leiden. Das hat einen schönen Effekt jetzt gemacht und mein Gesicht ist gesettet. Wir können weitermachen mit den farbigen Texturen. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht wecken, Maus. Alles gut. Ich bin ganz nervös. Guck mich nicht so an. Machen wir einfach mal weiter mit einem Produkt, wo ich eigentlich nur dachte, dass die Masken haben und sonst wusste ich nicht, dass die noch Make-up-Produkte haben. Und zwar von Too Cool for School Art Class by Rodin. Das ist dieser Bronzer. Und ja, mega. Da haben wir nämlich, also die Verpackung finde ich schon sehr, sehr geil, dieses Wild Wild West Gedönsen, ne? Ist auch ein Spiegel mit drin und drei verschiedene Farben. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, das komplett so zu nehmen, wie es ist. Also wirklich einmal durchzuswirlen. Ich muss auch gestehen, dass ich sehr glücklich war, dass ich überhaupt ein Bronzing-Puder gefunden habe. Denn das ist jetzt ja eigentlich nicht so eine Sache, die man dort findet. Aber das ist auch eher Contouring-mäßig gedacht, ne? Ich habe jetzt meinen Pinsel aufgeladen. Ich klopfe ihn vorsichtshalber mal so ein bisschen ab und trage mir das hier auf. Schöne Pigmentierung, weil nicht zu doll und nicht zu sanft. Und das ist eine ganz tolle Farbe. Die gefällt mir ja. Weil die noch so ein leicht... Also die ist, ja, halt mehr Contouring, ne? Also die ist recht aschig, nicht zu warm für mich und gibt eine natürliche Bräune ins Gesicht. Auf dieser Seite bin ich auch schon mutiger und klopfe gar nicht mehr ab. Muss auch gar nicht. Gefällt mir. Sieht super natürlich aus. Ist nicht fleckig geworden. Man kann das schön dosieren, weil man halt auch die Farbe sich theoretisch dann ja auch auswählen könnte. Ich bin jetzt wirklich komplett durchgeswollt, aber man könnte jetzt sagen, wenn man ein bisschen dunkler ist, dass man sich mehr so auf dieser Seite aufhält, ne, wo die dunklen Nuancen zu finden sind. Und wenn man noch heller ist als ich, dann kann man sich hier noch mehr an der Seite orientieren. Finde ich wirklich gut. Also das ist ein schönes Produkt. Der Tony Moly sowas hat. Von Tony Moly. Nee, ich sag mal Tony Moly. Too Cool for School. Das Too Cool for School sowas hat. Mensch, so. Tony Moly kommen wir noch zu. Da habe ich nämlich gleich den Highlighter. Aber erst möchte ich einen kleinen Schwenk machen zu Hello Kitty. Da habe ich, beziehungsweise Kathy Doll hat in Kooperation mit Hello Kitty einen Blush herausgebracht. Und der schaut so aus. Habe ich in der Farbe Cotton Shine Blusher Nummer 01 Frozen Strawberry. Und ich glaube, da hört es jetzt ein bisschen auf mit der Natürlichkeit. Denn ich glaube, den habe ich mir ein bisschen zu kräftig bestellt. Ich muss mal gucken. Sieht aus wie ein Polly Pocket und ich stehe drauf. Leute, ist das schön? Ja. Ich mag das. Ne, das ist halt so richtig, also von der Haptik ist es schon total niedlich und ich mag das. Ich mag das. Ich mag es jetzt schon, obwohl ich es noch gar nicht aufgetragen habe. Okay, wir haben hier noch eine Folie über den kleinen Spiegel, aber wir haben hier einen kleinen Spiegel drin. Kleines Puffelding schon wieder mit dabei. Dann kannst du es hier so aufklappen. Dann kommt man hier an den Blush dran. Da ist auch noch eine Folie drüber. Also unfassbar aufwendiges Verpackungsdesign. Den swatche ich aber erst. Der hat auch ein bisschen Schimmer mit drin. Und der sieht super schön aus. Und das ist ja auch etwas, was im asiatischen Raum auch sehr, sehr viel getragen wird, nämlich dieses rosa Wangen, also dass man frisch und gesund aussieht, relativ hell vom Teint und dann so Maybell Lips und sonst sehr, sehr dezent zurückhaltend. Aber ja, ich glaube, wenn ich den ausblende, ist das vollkommen in Ordnung, ne? Bin mal gespannt. Dann nehme ich jetzt auch den gleichen Pinsel wie gerade auch mit dem Puder und dem Bronzer. Das ist dieser hier wieder. Dreimal reingedippt. Klopfe erst ein bisschen ab. Und dann fasse ich ihn hinten an, damit ich wirklich nur blende. Je weiter du nämlich vorne anpackst, desto mehr drückst du automatisch. Wenn du weiter nach hinten gehst, bist du vorsichtiger, beziehungsweise hast eine leichtere Hand. Wow. Also, wow. Also auf der Haut sieht der Blush viel matter aus, als ich gedacht hätte, weil diese Schimmerpigmente gar nicht so intensiv rauskommen. Ich bin ein bisschen ausgerastet, ne? Ich nehme jetzt nochmal mein Schwämmchen, da ist jetzt nicht zusätzliches Produkt drauf, aber der ist ja noch ein bisschen feucht. Damit kann ich das Ganze so ein bisschen abschwächen. Tada, ne? Also da habe ich schon direkt einiges mit runtergenommen. Ich wandere immer automatisch mit meiner Hand immer weiter nach vorne zum Pinsel und dann wird das so intensiv. Ich habe es gerade schon wieder gemacht. Nicht gut. Hinten anpacken, Claudinchen. Vorsichtig reindippen, vorsichtig auftragen. Der wird mir Ewigkeiten halten, weil der so intensiv ist von seiner Pigmentierung her. Ich dann nur so vorsichtig reindippen muss und direkt so ein Bam in your face habe,
Aber das finde ich schön. Das ist so fresh. Mag ich. Mensch, die Nase möchte auch rot werden. Genau. Also das ist nicht nur Spielerei, ne? Dieser Blush. Der ist nämlich durchaus sichtbar. Kommen wir mal zu der Marke, zu der ich innerlich immer wieder hingreifen wollte. Nämlich Toni Moly. Da habe ich mir den Luminous Marble Highlighter bestellt. Das ist dieser hier. Da sind 14 Gramm enthalten. Das ist hammermäßig. Und ich weiß gar nicht, hat er eine Farbe? 2, glaube ich. Nee, 01 Light Lights Carpet. Okay, dann machen wir mal einen Lichterteppich auf mein Gesicht. Von der Form der Verpackung her, so ähnlich wie der Blush gerade, den wir hatten, weil der auch so dieses abgerundete Design hat. Also der sieht hochwertiger aus, als ich dachte, muss ich gestehen. Irgendwas klappert hier drin. Kann man dich noch hochklappen? Weiß ich nicht. Ja, wow. Ach, guck mal. Hier ist sogar ein Pinsel mit drin. Ja, aber das ist für mich kein Highlighter-Pinsel. Mal gucken. Mal gucken, ob ich den verwenden werde. Der versteckt sich nämlich da drunter. Und hier haben wir dann das Produkt auch wieder mit Spiegel. Und das ist so ein gebackener in mehreren Farben. Also der ist kühl, der ist gelb, der ist Champagner. Also kühl, warm, neutral, alles. Alles, alles. Der sieht schon mal auf dem Finger schön aus. Hier sieht er aus wie, keine Ahnung, wie Glanz einfach nur, aber sehr dezent. Wir müssen mal schauen. Ich habe jetzt hier auch einen Highlighter-Pinsel, das ist dieser hier. Ich mache ordentlich rein. Das staubt, okay. Den trage ich mir, oh mein Gott, ja. Den trage ich mir hier auf. Da kommt schon recht viel Produkt dran, aber wow. Das hat einen ganz zarten Schimmer. Der ist schön, oder? Der ist für mich auch von der Farbe her toll, weil der hat dadurch, dass er eben dieses kühle und warme und neutrale und alles irgendwie mit drin hat, sowas, dass er im Prinzip farblos ist. Seht ihr, was ich meine? Das ist so ein Spiegel. Finde ich richtig geil, weil ich habe den ja auf meiner Hand geswatcht. Meine Hand hat jetzt ja schon eine andere Farbe als da, wo mein Blush sitzt, ne? Und trotzdem ist bei beiden halt nicht, dass du so ein... Manchmal hast du das ja, dass du dann so einen champagnerfarbenen Highlighter hast oder du hast einen goldenen Highlighter oder so, dann siehst du das richtig im Gesicht. Und hier siehst du wirklich nur das, was ein Highlighter machen soll. Finde ich mega. Geiler Highlighter, kann ich wirklich empfehlen. Also das, ne? Nice. Nice, ich habe schon wieder gesagt, Augenbrauen möchten jetzt auch gemacht werden. Da habe ich von Etude House etwas. Drawing Eyebrow in der Farbe 07 Bright Brown. Hellbraun, genau, ist dann die Farbe. Und das ist ein Augenbrauenstift. Der hat auf der einen Seite ein Spoolie und auf der anderen Seite hat der einen tropfenförmigen Augenbrauenstift, so zum Hochdrehen. Augenbrauen hätte ich in der Theorie heute auch zupfen können, aber offensichtlich hatte ich keine Lust. Okay, ich gebe mir das in letzter Zeit sehr gerne einfach so unten drunter, recht präsent drunter. Hinten verlängere ich so ein bisschen das Schwänzchen und dann male ich so ein bisschen nach oben rein und dann nehme ich mir meistens den Spoolie und kämme das einfach so von unten nach oben durch, um das zu verblenden. Legt dann oben nochmal die Haare so ein bisschen flach, um zu schauen, wo ich gegebenenfalls noch korrigieren müsste. Also die Farbe ist nichts für mich, ne? Das sieht man. Aber der Stift an sich gefällt mir. Also vom Farbauftrag her, ne? Wenn das jetzt in der Theorie meine Farbe wäre, würde das gut aussehen. Ist aber nicht meine Farbe. Nee, sehr beige. Also, ne, toller Stift, lässt sich schön mitarbeiten. Die Tropfenform ist nicht so 100% mein Ding, aber es funktioniert halt, ne. Aber die Farbe ist nicht meins. 24 Hours Brow Setter von Benefit, damit fixiere ich meine Augenbrauen. Hochkämmen, trocknen lassen, andere Seite machen. Und kurz bevor es getrocknet ist, die Haare, die mir zu hoch stehen, ein bisschen hinlegen. Und zack, kriege ich da echt ein Volumen in die Augenbrauen. Das ist cool. Ich habe jetzt ja auch durch das Augenbrauenserum, durch das Wimpernserum da schon echt eine schöne Geschichte um meine Augen herum. Und dann noch durch die neuen Techniken von dem Augenbrauenkram auftragen und ne, ist es echt ein Träumchen geworden, finde ich, bei mir. Also für mich persönlich ist es toll. Als Lidschattenpalette möchte ich gerne von Colourpop die Hello Kitty and Friends Palette verwenden. Einfach, weil ich eben schon ein anderes Hello Kitty Produkt drin hatte und ich habe erst gedacht, dass ich mir mit dem Blush Bronzer und Highlighter einen Augenlook schminke. Aber ich habe Bock, diese Palette heute zu verwenden. Aber ich mache da gleich eine schnelle Kiste von. Wir haben einen Verlust anzumelden, meine Lieben.
Ich habe gerade eine kurze Pause eingelegt, weil ich ja den Akku gewechselt habe. Dann habe ich auch Sammy rausgelassen. Aber Sammy hat sich zu Herrchen auf die Couch gelegt, ja. Tja, so ist das Leben eben. Ich wünschte, hier wäre mehr drin als nur Wasser und ein Waterdrop. Und dann hole ich euch ein bisschen näher ran und dann fangen wir mit der Lidschattenpalette an. Und das war ein Ultra-Reim-Flut-Mechanismus. Also im Prinzip kann man ja immer so diese Reihen so verwenden. Ich nehme hier den Brr Baby. Das ist so ein ganz zartes Tönchen, ein ganz zartes Violettchen. Den trage ich mir hier schon mal in der Lidfalte auf, beziehungsweise auch ein bisschen höher schon, um das Ganze offener wirken zu lassen. Jetzt nehme ich aus dem nicht veganen Pinselset mit Echthaaren, das müsste Ziegenhaar sein, glaube ich, den Ton Cuddle Weather auf. Das ist dieser Schimmerton und der flockt sehr, da muss ich ein bisschen aufpassen. Also kommt gut weit auf den Pinsel drauf, tupft den aber mehr, als dass ich den irgendwie ziehe oder so, weil das sehr, sehr grobe Pigmente sind, die da drin sind, die Schimmerpigmente. Mit so einem ganz, ganz super feinen Blendepinsel, den ich hier in dem veganen Pinselset drin habe, gehe ich in die Farbe Snowwear. Das ist eigentlich ein matter Ton, aber der hat Schimmerpigmente mit drin. Ist so ein Aubergine-Ton. Auch wieder sehr Kickback-lastig. Und den gebe ich in meinen unteren Wimpernkranz. Aber bewusst mit so einem Blendepinsel, weil ich den nur sehr soft auftragen möchte. Und solche Farben halt schnell aussehen, als hätte, sieht man auch, ne? Als wären die Augen rot. Das möchte ich nicht. Und ein ganz kleines bisschen, der ist super krass pigmentiert, gebe ich mir jetzt auch hier außen hin. Um da eine Vertiefung zu schaffen und ganz, ganz soft mit den Resten vom Pinsel blende ich auch das Produkt noch vorsichtig in die Lidfalte rein. Geht klar. Definitiv. Finde ich schön. Mit Brr Baby verblende ich auch noch ein ganz kleines bisschen die Kanten. Auch wieder mit diesem sehr kleinen Blendepinsel. Und mache das ein ganz kleines bisschen softer, ne? Weil sonst könnte es dann ein bisschen zu hart wirken. Dann nehme ich mir nochmal den Highlighter her, um in meinem Innenwinkel zu highlighten und auch unter meiner Augenbraue. Moh. Ja. Mag ich, weil ich habe ja grüne Augen und wenn man dann so lila Töne nimmt, finde ich, strahlt das Ganze nochmal. Oder so lila-rosa Töne, das mag ich einfach ganz gerne. So, jetzt müssen wir die ganze Geschichte auf meinem Gesicht setzen. Dann nehme ich von Urban Decay den All Nighter. Das ist einfach, steht hier aktuell bei mir auf dem Schminktisch, wird verwendet. Und selbst natürlich mit dem Schwämmchen kurz einpressen. Und dann kommen wir zum Eyeliner. Der ist jetzt tatsächlich in Relation zu dem Look sehr soft. Also ja, weil ich glaube, ich habe mir braun oder sowas ausgesucht. Super Twim Marimont Pen Eyeliner. Ja, das ist dieser hier. Süße Verpackung, ich stehe drauf. Und den habe ich in der Farbe 02 Dark Brown. Ist so ein schönes Pastell von außen. Das ist natürlich eine ganz tolle Farbe. Das gefällt mir. Und das ist ein Filz Eyeliner. So schaut der aus. Hat eine sehr, sehr präzise Stifte, genau, Spitze, eine Stift, nein, eine Filzstiftspitze. Ah, okay, und das gebe ich mir jetzt einfach mal auf. Ich hoffe, dass es funktioniert. Hat ein Kugelchen drin. Kann man, ja, finde ich schon mal nice. Schon wieder nice gesagt, Claudinchen. Oh, sehr schön präzise. Aber, ne? Das ist mal ein Wing. Ich habe das Problem, dass ich das oft auf dieser Seite hinkriege und auf der anderen Seite, die ich dann mache, verkacke. Ja, nee, also hier lässt er sich ein bisschen hängen. Hier muss ich den jetzt etwas expandieren lassen. Ne, bin halt kein Pro im Eyeliner ziehen. Aber ich finde den Eyeliner an sich schön. So, macht Spaß. Biegen wir die Wimpern, bevor wir zu den Wimpern kommen, bevor wir zur Mascara kommen. Also so ein Wimpernbiegegedönsen und ein Wimpernserum macht immer einen krassen Unterschied, Leute. Ich finde es mega mäßig. Und jetzt habe ich hier eine Mascara. Die ist auch von Etude House, die Lash Perm Curl Fix Mascara. Soll 24 Stunden halten, aber so lange lasse ich keine Mascara drauf. Ja, ist dieses Verpackungsdesign. Und von der Verpackungsform her, von dem Mascara-Produkt an sich, erinnert sie mich halt an die They Are Real Mascara von Benefit. Aber, ne? Ja.
sie erinnert mich nur daran, hat ein super kleines, feines Bürstchen, was so geschwungen ist, das ist ein Kunsthaarbürstchen. Und ich würde auch empfehlen, dass wenn ihr euch Mascara auftragt, die so ein geschwungenes Bürstchen hat, dass ihr das Geschwungene nach oben macht. Ihr könnt die Mascara ja auch an dem Wimpernkranz drehen und hochziehen, aber ich würde das nicht so rum auftragen, weil du so eigentlich nicht alle Wimpern greifen kannst. Also so rum verwenden. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Mehrere Dinge haben sich ereignet, welche ich euch gerne mitteilen möchte. Zum einen finde ich es mega krass, wie unterschiedlich sich die Mascara auf meinen beiden Augen verhalten hat. Auf diesem Auge hat sie die Wimpern mega krass verlängert. Auf dem Auge habe ich extrem Volumen gekriegt. Also die waren im zweiten Step schon voll gerollt. Ne? Das sah sehr, sehr merkwürdig aus. Das kann ich euch aber auch am besten mal aus der Nähe zeigen, denn da sieht man es eigentlich ganz gut, wie krass definiert auf dieser Seite die Wimpern sind und wie verlängert. Die kommen ja fast bis an die Augenbrauen hoch. Und auf der anderen Seite sind sie halt sehr verdichtet, die sind fast schon fliegenbeinmäßig. Ich finde die Mascara sehr, sehr gut. Also ich mag sie. Sie muss sich halt erstmal eingrooven. Aber ich finde, dass diese Mascara echt heftig ist. Ne? Die macht schon ein krasses Ergebnis. Es liegt aber auch sehr an dem Wimpernserum. Nicht jede Mascara sieht so gut aus jetzt, ne, mit meinen Wimpern aktuell, das muss ich halt auch sagen. Die sieht schon, ist schon im oberen Segment anzuordnen, aber dass sie dieses Ergebnis zaubert, liegt auch an dem Wimpernserum und an den Wimpern, die nun mal darunter sind, nämlich an der Basis, die geschaffen wurde. Und ja, ansonsten mag ich das sehr, sehr gerne. Also das ist sehr, sehr wawawum, sehr, sehr empfehlenswert, sehr, sehr geil. Ich habe lila Augen. Lila Pink. Was passt denn jetzt am besten? Ich glaube, der ganz dunkle passt am besten jetzt dazu, ne? Weil das würde fast noch ja, am harmonischsten aussehen. Deswegen nehme ich mir den Moonshot. Ich glaube, das ist der einzige von den dreien, die es nicht mehr auf der Homepage gibt. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich eigentlich, ne? Egal, ich mache ihn trotzdem drauf. Passt jetzt gar nicht, ne? Egal. Ich finde die Farbe trotzdem ziemlich cool. Irgendwie macht das diesen Look jetzt sehr böse. So ein bisschen Ursula, ein bisschen böse Königin von Disney-Style, muss ich gestehen. So mit diesen lila Augen und krasse Lippen. Irgendwie finde ich das aber geil. Ich feiere das ziemlich, ne? Und das gefällt mir. Ich werde damit gleich noch ein paar Videos filmen und den Tag, den Abend verbringen. Und ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!